Grüß Gott, mein Name bei Ländle TV. Heute ist wieder Begegnung am Berg angesiedelt. Heute sind wir in der Landeshauptstadt, Bregenzunna. Und machen eine Wanderung, wo man von der Stadt in einer halben Stunde in einem Paradies da oben ist. Und ich habe heute einen tollen Gast, der ein sportlicher Gast ist, aber in Sachen Sportkompetenz im Land die Nummer 1. Die absolute Nummer 1. Es ist für mich heute der Sportchef der Vorarlberger Nachrichten, der Christian Adam, der ist allen ein Begriff. Schau, er kommt gerade her da. Ja, hallo. Guten Morgen, guten Christian. Morgen. Servus, hallo. Boah, da sieht man gleich Sport, mein lieber Mann. Ja, man denkt, bei dem Wetter, du hast mich da heute rausgekriegt. Ja, aber wir haben ein Glück. He? Zweimal haben wir schon wegen dem Wetter abgesehen und jetzt ziehen wir es einfach durch. Genau. Weil ein schlechtes Wetter gibt es nicht, höchstens schlechte Kleidung. Ja, ja. Du, wo gehen wir? Wir sind jetzt da bei der Landesbibliothek. Gallustift hat es da, gell? Genau, richtig. Ja, inzwischen die Vorarlberger Landesbibliothek drin. Und ich darf zeigen, wir laufen ein bisschen an Gebertsberg rauf. So ein bisschen meine Hausstrecke, wenn ich ein bisschen am Wochenende ein bisschen trainieren gehe, ja, und ein bisschen Freizeit habe. Ja, Gebertsberg ist wunderschön. Das prägt sich schon schön, wenn wir immer wieder mit Regen rechnen, aber wir sind ja nicht aus Zucker, Christian. Wir sind nicht aus Zucker und von dort her schon mal auf Berg rundum ist irgendwo schon Schnee. Wir laufen noch ein bisschen im Feuchten, aber wir werden halt Spaß haben. Und unterhalten uns. Gerne. Über Christian Adam. Sport, Fußball, WM und überhaupt. Schauen wir, was alles wissen wird. Das ja, wir reden. Komm mal los, gleich. Komm, da rum da. Schön da. Der erste Berg haben wir. Hä? Ja, Gebertsberg, aber ich denke, ja, für dich wird das jetzt nicht wirklich am Berg sein. Nachdem du 7000 erkennst, aber die Aussicht da herum ist irre schön. Du hast praktisch das ganze Rheintal vor dir. Schau dir das an. Ja, hey, da rabier, schau. Auf der First. Christian, du hast schon gesagt, du bist ein Kind des Sees eigentlich da. Das stimmt, ja. Wenn du Lochau aufgewachsen bist. Bin in Hart geboren, in Lochau aufgewachsen und immer ja, 500 Meter zum See geht. Und das ist einfach etwas, was du, ja, das nimmst du mit in die Lehrbahn. Und ich mal 10 Jahre ungefähr in Dornbirn da gewohnt und der See ist mir dann auf einmal so abgegangen. Dabei von Dornbirn sieht man ja aber. Ja, man sieht aber es ist doch immer ein Weg, sag mal, zum Gehen, oder? Was hast du Geschwister gehabt in der Ursprungsfamilie, wo du aufgehört? Ich habe eine Schwester, die ist Friseurin, die hat den Salon von Papa übernommen, vom Friseursalon. Ah, da hast du immer so eine tolle Frisur. Zumindest habe ich nie einen Friseur suchen müssen. Dann habe ich immer daheim gehabt, ja. Wie ist das bei dir gewesen, wo du bist ja in die Schule gegangen, in Lochau, oder? In Lochau, ja. Und die jetzige Familie? Du meinst meine Familie? Ja, meine Familie, wir waren in Bregenz jetzt da. Der Bub ist schon lange in Wien am Studieren. Oh. Der ist an seiner Masterarbeit dran. Ja, so genieße ich das Leben mit meiner Frau. Was hast du für Hobbys? Sport, ja. Da bleiben wir dabei. Sport und Musik. Also Musik halt als Konsument. Ja, ja, ich bin irrsinnig gerne auf Konzerte. Mhm. Also das habe ich von Anfang an. Oh, große, Open Air und so? Richtig große, ja. Also wirklich, ich bin einer, der Musik irrsinnig genießen kann. So ein bisschen amerikanischer Rock,
Bruce Springsteen, Bon Jovi, das ist so meine Sache. Und natürlich auch die alten Lieder von den Beatles angefangen, über die Stones. Also ich bin aufgewachsen, habe einen sehr, sehr guten Freund gehabt, der selber Musik gemacht hat. Und dort ein bisschen auch immer als Rodi arbeiten dürfen, als junger Bruder. Ja, das ist schön. Und von dort her, ja. Hast du noch einen Traum, wo du denkst, das erfülle ich mir noch? Ein Traum? Ja, eine Reise. Ein Reisetraum. Ja, sowas, ja. Der ist ja ein bisschen länger in mir geehrt. Das ist Neuseeland. Ich bin ein leidenschaftlicher Autofahrer und Neuseeland ist eine kleine Insel, klein in Anführungszeichen, aber die kannst du von oben, vom Norden, im Süden haben mit dem Auto bereisen. Und ja, das wäre so ein bisschen ein Traum. Wir haben Herr der Ringe. Ja, das ist angeschaut. Und ja, und du kannst im Prinzip vom Sandstrand im Norden bis in die Gletschergebiete im Süden fahren. Also ja, das ist irgendwo noch ein Traum, den ich mir erfüllen möchte, sofern es auf der Welt noch halbwegs ruhig zugeht. Traum ist schon jetzt mit dir weitergehen Richtung Känzele, wenn man das Wetter schaut, dunkle Wolken sind rum. Aber ein Stück ins Känzele hinterher gehen wir schon noch. Das kann man, schon ganz sicher. Aussicht, aber schon her. Also. Ja? Ja. Am First hängt der Schnee, am See hinter hast du ein bisschen einen Sonnenstrahler. Und also, der Wind dazwischen. Und der Wind dazwischen, und wir laufen einfach weiter. Gehen wir los, go. Modernen Zahlalter. RaiPay. Bezahlen mit jedem Android-Smartphone. Raiffeisen. Wir macht's möglich. Freistanzer. Wohlbefinden, Natürlichkeit und sorgfältige Verarbeitung. Das ist das, was uns Vorarlberger ausmacht. Natürlich vom Ländle. An 37 Standorten in Vorarlberg finden wir Raum für Ihre persönliche Beratung und Betreuung. Mit 255 Mitarbeitenden sowie Partnerinnen und Partnern. Unica. Gemeinsam besser leben. Und der Herbstfarben. Das ist jetzt der Aussichtspunkt im Känzele. So ist es, ja. Wow. Erholungspunkt. Wow. Wenn man es ein bisschen als Training sieht, dann ist das immer so der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt geht es flach nach hinten. Schau an, Kennelbahn und dann auf das ganze Rital. Schau, Kummerberg auf. Wunderschön. Du siehst alles. Vorher haben wir den See gesehen, jetzt sind wir ein bisschen im Bergerzer Wald. Da schneit es kräftig, schau. Ja, da drinnen. Richtung Hochdamberg, Wart. Komm, wir machen es uns gemütlich, Christian. Komm, jetzt haben wir eine Pause für dich. Bis
Christian, wir sind jetzt hier am wunderschönen Aussichtspunkt am Känzeli. Ne? Am Känzeli sind wir jetzt da, ja, und haben den Rundumblick vom Bregenzer Wald über das ganze Rheintal raus in die Schweiz rum. Kennelbacher Fußballplatz da drunter. Genau, das ist so etwas, wo mich selber lang verfolgt hat. Also meine Frau ist immer schon wahnsinnig geworden, weil in jedem Ort, wo wir mal gesehen sind, habe ich als erstes den Fußballplatz gesehen. Ne? Ja, gesehen habe ich die, fällt mir jetzt gerade ein. Kannst du dich noch erinnern, in Stockholm, 2015, legendär, Österreicher 4-1 gewonnen. Und Christian Adam war vor Ort. Ja, wir haben uns getroffen, direkt vor dem Stadion. Ja. Das war Wahnsinn. So, einige so. Vorarlberger oben gesehen, aber eine große Freude, wenn man dich dann auswärts Fest, trifft. Gell? Und es war ein Riesenfest. Es war eine Fete im Stadion. Und ja, unvergesslich. Auch danach die schlechte Europameisterschaft. Ja, ich, aber wenn du gesehen hast, du fährst gerne Auto. Du bist schon mit dem Auto da oben gewesen, gell? Ja. Du hast, ich kann mich noch erinnern, wie du gesehen hast, jetzt muss ich ins Auto hocken und abendüsen. Das stimmt, ja. Also das Spiel davor war in Wien und von Wien weg bin ich dann auf Stockholm aufgefahren. Der Michi Langer hat damals noch in Oslo gespielt. Und dann bin ich einen Tag vorher bin ich zu Michi Langer auf Oslo um. Und dann habe ich mit ihm eine Geschichte gemacht und dann bin ich umgefahren auf Stockholm. Christian, wie bist du Journalist geworden? Und Sportjournalist, muss man eigentlich sagen. Ja, wie bin ich Journalist geworden? Also, ich hatte ein bisschen der Zufall eine Rolle gespielt. Wir haben eh schon darüber geredet, dass ich Fußball gespielt habe. Mhm. Fußball war meine Leidenschaft. Und ja, in der Schule, ich habe immer schon gern Geschichte geschrieben. Also das ist einmal, hat mir auch so das ganze Leben lang begleitet, das Schulleben lang. Und der Zufall wollte es, dass die Vorarlberger Nachrichten, 1988 war das, eine Verstärkung in der Sportredaktion gesucht haben. Dazu mal, ich habe gerade den Zivildienst fertig gemacht und geht und denkt, ja, das wäre doch mal was zum Probieren. Als Student dazu mal hat man sich gedacht, ja, probier schon mal. Und es hat mir von Anfang an taugt, es hat mich im Band gezogen und ja, inzwischen sind 35 Jahre fast draus geworden. Ja, also 34 Jahre, ja. Was ist für dich beruflich die größte Herausforderung? Du hast die Tagesarbeit, aber... Ja, wenn ich ehrlich bin, oder wenn ich jetzt ehrlich bin, dann denke ich jetzt an den 12. 13. November zurück. Da war der Weltcup in Zürich terminisiert. Da war das Fußball-Derby in der Bundesliga zwischen Austria Lustenau und dem SC Rheinbach. Und es war das Handball-Derby an einem Tag. Also das Wochenende, das war wirklich im Vorfeld eine Riesenherausforderung. Ja, ja. Es ist nachher anders gekommen. Werther hat nicht mitgespielt. Wir haben keinen Weltcup in Zürich gehabt. Aber ja, das sind so Dinge, alles unter den Hut zu bringen. Das sind, manchmal schaffst du es einfach nicht. Das ist so die große Herausforderung. Fußball-WM ist jetzt aktuell in Katar. Möchtest du da was dazu sagen? Wie siehst du das? Wird überall diskutiert. Ja, wir werden es auch wir zwar diskutieren oder haben es schon diskutiert bei Uferlaufen. Die Zeit, also vor der im Winter Fußball-Weltmeisterschaft, wir sind nicht so aufgewachsen, wir kennen das nicht. Das Herz ist nicht dabei. Nein, das Herz ist nicht dabei. Und Fußball-Weltmeisterschaft in die Wüste zu vergeben, ja, das muss da zuerst mal einfallen, muss ich sagen. Mit Geld kannst du viel einfallen lassen. Ja, richtig. Es ist eine schwierige Geschichte. Die ganze Sache, die Menschenrechtssache. Aber wir sagen einfach, wir in Europa, wir haben andere Werte. Und wir stehen natürlich für diese Werte. Mhm. Und diese Werte, wir können es nicht überall aufdiktieren. Mhm. Aber wir müssen schon ein bisschen mehr anschauen, und zwar in der Vergabe. Mhm. Ich habe ein Interview gehabt mit dem Georg Bangl, der über viele Jahre bei der UEFA und auch für in der FIFA mitgeschafft hat. Und der Aufschrei hätte eigentlich vor 12 Jahren kommen müssen. Ja, also das ist passiert. Richtig, genau. Ja, nein, jetzt. Und inzwischen haben sie es zumindest geändert, dass der Kongress wählen muss und nicht mehr
die 12 oder 20 Exekutiven. 24. Zwei sind nicht eingesperrt worden. Ja, richtig, 24. Genau. Alle anderen sind irgendwo verschwunden. Also, da müssen wir nicht mehr viel diskutieren. Nein, ja. Aber wer wird Weltmeister? Ich glaube, dass es wieder mal an der Zeit wäre, dass ein Südamerikaner Weltmeister wird. Irgendwo habe ich immer so ein bisschen das Herz bei den Engländern. Ich habe da so die, wenn man ein bisschen älter ist und die 66er WM mitkriegt hat und Football's Coming Home im Kopf hat. Aber ich kann mir es nicht vorstellen. Argentinien für mich ein heißer Favorit, wobei Messi bisher sportlich bei Großereignissen nicht wirklich überzeugt hat. Deutschland, Frankreich, Spanien. Naja. Aber ein richtiger Favorit habe ich nicht. Wir haben im Vorarlberger Phänomen 400.000 Einwohner, zwei Bundesliga-Clubs, Luschnau und Alta, und Dornbirn. Das ist eigentlich schon erstaunlich. Das ist nicht erstaunlich, das ist einfach nur super. Als Fußballfan kann ich nur sagen, ist doch toll, oder? Wunderbar. Also, wir haben es ja gekannt im 99-2000, als einmal die Austria und Schwarz-Weiß-Bregenz in der Bundesliga war. Und ich hätte mir niemals mehr vorstellen können, dass ich das nochmal erleben darf in meiner Berufslehre. Und ich genieße es jetzt wirklich, zwei Bundesligisten begleitet zum Dörfer und auch darüber berichtet zum Dörfer. Herrliche Sache. Und es hat sich heuer, ich meine, Franz, wir haben uns gesehen auf der Fußballplätze, am Stadion, bei der Davis, es hat sich richtig wie Fußball angefühlt. Wenn du die große Stadion, es hat sich wirklich so angefühlt. War einfach wisst, sowohl in Alter als auch in Luschnau. Genau, mit allen Färbungen, die eben der Derby einfach sehen. Ja, Fieber, Aufregung, Enttäuschung. Gehört alles dazu. Freude. Das ist Fußball. Das ist Fußball, das stimmt. Das ist das Schöne. Schön ist es so gewesen, lieber Christian, dass ich mit dir die Wanderung machen dürfen. Das ist toll. Mich freut es, dass ich ein Stück von meiner näheren Heimat zeigen habe dürfen. Ja, schön. Und da viel erzählt Berufliches von dir. Wo ich meine ersten Gehversuche nach dem Achillessehnenriss dazu mal vor, sind so schon wieder über 20 Jahre, gehabt habe und dafür einen Marathon trainiert habe. Also, ich habe die Strecke da am Känzeler wirklich lieben. Mit den vielen, vielen Wurzeln. Ja, genau. Ja, bedanke mich, dass du mitgemacht hast. Und jetzt wäre eigentlich Zeit, dass wir zwei der Leute einfach noch etwas wünschen. Es sind ein Monat ist Weihnachten. Schau mal rundum. Die Bergspitzen haben jetzt endlich einmal Schnee. Winter ist da. Wir freuen uns jetzt drauf. Fußball-WM-Finale wird zwar auch nicht passieren, aber die Zeit ist jetzt, dass wir uns auf Weihnachten freuen. Und deshalb wünschen wir jetzt allen Zusehern ein wunderschönes, friedvolles Weihnachtsfest. Genießt es im Kreis der Familie, im Kreis eurer Liebsten. Eine gute Zeit. Dem schließe ich mich nur an, was der Christian gesagt hat. Ja, verhör ist Schluss mit Begegnung am Berg, nächstes Jahr wieder. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich für euer Vertrauen. Genießt das Leben. Und blieben gesund. Alles Gute und frohe Weihnachten.